die Hufflüsterer von der Redaktion Hufgeflüstert, die sind immer noch unterwegs und zwar auf dieser großartigen Messe Free, die Freizeitmesse und Reisemesse und Messe für Urlaub. Wir kommen zwar aus dem Pferdebereich, aber jetzt hat es uns in eine andere Richtung mal getrieben und zwar Richtung Reisen und Urlaub. Und unsere Leser und Leserinnen fahren ja gerne in Urlaub mit oder ohne Pferd. Und da sind wir hier auf ein total interessantes neues Angebot bekommen in Amerika, wo man mal so richtig toll Urlaub machen kann, so wie man sich das erträumt als Cowboy oder Indianer-Fan oder als Freund von Amerika. Und da habe ich ein ganz nettes Paar bei mir, die Familie Willner, die Yvonne und den Jack. Und die ziehen ein ganz neues Projekt auf eine super Ranch in Thompson. Heißt es so? Genau, Tombstone. Genau, habe ich es richtig aus. Tombstone, genau. Und da möchten wir natürlich jetzt was erfahren, damit wir das unseren Lesern ein bisschen schmackhaft machen können. Also, das ist in Tombstone, wie du gerade gesagt hast. Ist es direkt in der Stadt, neben der Stadt? Oder bitte sag uns das, liebe Yvonne. Also, das ist in Tombstone, Arizona. Ja. Und genau gesagt, das sind 2 Meilen von Tombstone entfernt. Ja. Das ist natürlich schön in der Wildnis gelegen, wundervolle Weiten, ganz tolle Ausblicke. Direkt bei den Dragoon Mountains, historisches Apachenland, wo auch Geronimo schon gegen die Bleichgesichter gekämpft hat. Genau da errichten wir unser Western-Ressort. Oh, das hört sich traumhaft an. Und das würde man mit dem Flugzeug anreisen über dieses Tombstone, nehme ich an? Oder wie kommt man da hin? Nein, in Tombstone gibt es keinen Flughafen. Es gibt keinen Flughafen. Also man fliegt von München oder Frankfurt nach Atlanta oder Los Angeles und von dort aus dann nach Tucson. Hört sich so ähnlich an wie Tombstone. Ah, daher habe ich da die Probleme. Genau. Nach Tucson und von Tucson fährt man dann noch ungefähr eine gute Stunde bis nach Tombstone. Und wir haben eine deutsche Reiseleitung, ein deutsches Team vor Ort und die holen auch die Leute dann in Tucson direkt am Flughafen ab. Genau. Und also das wird eine richtige Ranch, die ist gerade im Bau, hast du mir vorher erzählt. Wann wird sie denn fertig? Ja, die Ranch ist im Bau, richtig. Das ist ein Western-Ressort. Und da muss ich auch dazu sagen, das ist der Peter Stenger, der diese Ranch baut und auch der Ideengeber ist. Und ich werde die Ranch-Leitung vor Ort übernehmen und die Nadine Gassmann die Ranch-Co-Leitung und der Jack Wheeler das Entertainment, der Entertainment-Manager vor Ort. Genau. Und fertig wird die Ranch im Oktober. Wir haben große Eröffnungen am 3. Oktober. Genau. Peter Stenger hast du gesagt. Peter Stenger. Das hört sich jetzt so deutsch an. Das ist Deutscher? Ist der ausgewandert oder? Ja, ich frage halt, ich muss ja irgendwie. Ja. Also Peter Stenger ist ein Deutscher, der ist nicht ausgewandert, dafür hat er ja uns. Peter Stenger wird auch vor Ort hier in Deutschland bleiben. Ah, ich verstehe. Und er hat ja uns, wir sind dann vor Ort in Arizona, die Ranch leiten und auch die Gäste betreuen. Genau. Die Ranch, wie muss man sich das vorstellen? Ist das wie Westernstadt aufgebaut oder ich weiß ja nicht. Ja, das könnte man schon so sagen. Also wir sind ja direkt dran an Tombstone. Das ist natürlich für uns super. Da brauchen wir das, was da schon ist, nicht nochmal neu bauen. Wir haben ein Western-Ressort. Und was bei uns ganz speziell ist, wir haben 17 Gästehäuser. Ja. Und das sind Themenhäuser. Mhm. Das bedeutet, man kann halt eben in allen möglichen Themenhäusern schlafen. Zum Beispiel, was für ein Thema? Im Sheriff Office. Man kann schlafen im Gefängnis. Man kann im Bordell schlafen. Man kann in der alten Schmiede schlafen. Also gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten, wo man dann nächtigen kann. Sheriff wird für mich gut, Bordell darf ich leider nicht, sagt meine Frau. Also am Tipi zum Beispiel auch so? Ja, wir werden Tipis auch haben, aber die Apachen, also die Chiricahua-Apachen hatten ja keine Tipis, die hatten Wiki-Ups und die werden wir auf der Ranch auch haben, weil wir werden auch ein Indian Village errichten. Neben den Gästehäusern wird also auch noch das Indianische gelebt werden. Wie viel Zimmer oder wie viele Leute kommen dabei unter? Ah, das ist aber ein sehr rustikales Tipi. Das ist ein Tipi, ein Wiki-Up. Das ist ein Wiki-Up, heißt es so? Das ist Wiki-Up, genau. Ja, genau. Total interessant. Ja, also das Wohnen haben wir schon besprochen. Also 17 Gästehäuser werden wir haben. Ja. Und da ist die Idealbelegung. Also wir haben verschiedene Größen auch und bis zu 4 Personen pro Gästehaus ist möglich. Und gibt es da was weiß ich, aber an Freizeitmöglichkeiten, was wird da angeboten? Ja, also da muss ich wieder auf die Nähe zu Tombstone kommen. Das ist eine Attraktion für sich. Ja. Wir werden aber auch auf der Ranch ganz tolle Angebote haben, wie zum Beispiel Lasso werfen, Hufeisen werfen. Wir werden ein Open-Air-Cinema, ein Kino haben. Mhm. Wir haben einen Spa-Bereich, wir haben einen Swimmingpool. Gibt es einen See zum Beispiel?
Beispiel? Oder was? Nein, weiß ich. Direkt auf der Ranch nicht. Aber ein Swimmingpool. In Arizona ist das ja immer so eine Sache mit den Seen. Aber ja, wenn wir eine Stunde fahren, da haben wir einen ganz tollen See, wo man dann auch fischen gehen kann. Genau. Das haben wir auch. Und natürlich viele Pferde. Und, Pferde gibt es auch. Quarterhorses oder Appaloosas oder was habt ihr da? Mustangs, Quarterhorses. Was möchten Sie denn? Genau. Ja, und das Entertainment, da will ich dich jetzt schon wissen, was er macht, der Jack. Wie schaut das Entertainment aus? Er soll mir bitte jetzt auf Englisch antworten in seinem originalamerikanischen Sound, das finde ich gut. Ja, ich sag's ihm. Okay, you understand it? He just want to know, it's your part now, and he want to know what is your job on the ranch, what are you gonna do with the people? Ich bin ein ganz schlechter Antworter. Ah, jetzt antwortet er in Deutsch, das ist ja genau. You can cut it out. Nee, ist alles in Ordnung. Okay. So, ja, ich bin der Entertainment Manager von der Apache Spirit Ranch und meine Responsibility. Aufgabe, genau. Genau, meine Aufgabe ist ausreiten mit den Leuten. Ja. Manchmal 2 und 3 Tage. Übernachten unter den Sternen. Im Cowboy Camp, kochen zusammen, Lagerfeier, Musik. Oh, herrlich, herrlich. Ein Traum. Cowboy-Romantik. Genau. Ja, mit Campfire und Campfire-Musik und so weiter. Ja, richtig romantisch. Oh, ich würde am liebsten gleich mitmachen bei euch. Ja, wie liegt das preislich ungefähr? Kann man das sagen, wenn man da eine Woche bleibt bei euch da auf der Ranch? Ja, kann man sagen. Also wir haben jetzt hier speziell zur Messe natürlich ganz spezielle Messeangebote. Wir haben jetzt momentan eine Woche Best of Wild West und da liegen wir ungefähr bei 1390 Euro und da ist aber alles dabei. Das bedeutet, ich brauche dann nichts mehr extra. Das ja, aber nicht der Flug. Der Flug geht im Eck. Genau, der Flug ist nicht dabei, aber auf der Ranch. Also wir haben Vollpension, es ist alles inklusive, die ganzen Ausflüge sind inklusive, die Aktivitäten auf der Ranch und was bei uns ganz, ganz toll ist, Reiten ist inklusive. Das bedeutet, wenn ich eine Stunde länger auf dem Pferd sitzen möchte, dann ist das auch in Ordnung, ja, dann zahle ich dafür nichts extra. Der Whisky ist dann auch dabei wahrscheinlich. Nein, der ist nicht dabei. Das war jetzt hier. Nur eine Frage. Eine Fangfrage. Das war eine Fangfrage. Genau. Also, hört sich so spannend an. Wie gesagt, ich wäre schon am liebsten mit dabei bei euch, da mitzumachen. Das ist schön. Aber unseren Lesern und Leserinnen können wir natürlich raten, sich mit euch mal in Verbindung zu setzen. Ihr werdet wahrscheinlich eine Homepage haben. Die haben wir. Und die Adresse brauchen wir natürlich jetzt, damit wir schön gleich Werbung machen können. Ja, dafür. Super. Das ist www.der-beste-urlaub-aller-zeiten.de. Der reine Wahnsinn. Oder www.apachespiritranch.de. Genau. Und wann können die Leute buchen? Ab sofort, oder? Ab sofort. Am Anfang ist ja noch alles neu. Die Betten ganz frisch, ganz oder? Frisch, noch genau. Nie eine drin gelegen. Fantastisch. Genau, wir haben also heute unser Buchungssystem online gestellt und ab heute kann gebucht werden. Ja, genau. Also unsere Leser müssen da unbedingt mal nachschauen. Der Robert und ich, wir haben jetzt hier ein total liebes, nettes Gespräch mit euch führen können. Ihr habt uns, auf Bayerisch gesagt, die Zähne lang gemacht. Wir werden da mal hinfahren zu euch. Wir werden euch da sicher mal besuchen. Ja, prima. Und dann schauen wir mal, ob möglichst viele unserer Leser da bei euch auftauchen. Ich wünsche es euch. Ich wünsche euch viel Erfolg, euch allen, der lieben Yvonne, dem Jack und dem Peter, dem Chef. Ich danke dir sehr. Bitte sehr, war mir ein ganz großes Vergnügen. Dankeschön. Danke sehr. Dankeschön.